Ich bin Koordinatorin des Projekts Wohnen für Hilfe. Wir vermitteln vertrauensvolle Wohnpartnerschaften, die verschiedene Generationen zusammenbringen. Studierende bekommen dabei ein günstiges Zimmer, das sonst ungenutzt bleiben würde. Senioren oder Familien profitieren davon, dass Studierende sie im Alltag unterstützen. Gemeinsam statt einsam. Wir konzentrieren uns auf die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit. Eine zentrale Rolle dabei spielt unsere Internetseite www.wohnenfuerhilfe.de. Wir möchten vorhandenen Wohnraum besser und nachhaltiger nutzen. Senioren können mit Hilfe im Alltag länger zu Hause wohnen bleiben und Studierende günstigen Wohnraum anbieten. Das Projekt Wohnen für Hilfe bedient alle drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung: ökologisch, ökonomisch und sozial. Unser Verhältnis zueinander ist wie ein Oma und ein Enkel. Das hat sich schon bei allen unseren Nachbarn beliebt gemacht. Und sie beneiden mich alle, dass ich so eine tüchtige, aufmerksame Hilfe habe. Ich empfehle ganz herzlich jedem, der sich dieses Projekt zu Herzen nimmt, sich so zu öffnen und so die Menschen empfangen soll, die zu ihnen kommen, dass sie so glücklich werden wie ich. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig, besonders im Bereich des Wohnraums. Und wir freuen uns sehr, dass diese Veranstaltung solch innovative Projekte sichtbar macht. Danke!